Heute wollen wir deine wahren, deine wirklichen Gedanken erreichen. Weil das der Wille Gottes ist, kannst du zuversichtlich sein, es wird dir heute gelingen. Wir tun heute Gottes Willen und das ist, was wir wirklich wollen. Heute wollen wir deine Gedanken teilen, das heißt, eins machen. Was vom Geist Gottes gedacht wird, ist ewig. Jetzt begeben wir uns auf die Suche nach dem Ewigen. Du kannst dich so freuen, die Welt hinter dir zu lassen. All die Gedanken, die dich müde, traurig, oder besorgt machen. Sie sind alle nicht wahr. Ich lade dich ein, um deine Augen zu schließen. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Nun, wiederhole diesen Gedanken. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Halte nun diesen Gedanken im Sinn und verbringe bitte eine kurze Zeit damit, 4 bis 5 relevante Gedanken deinerseits zu denken. Ein Gedanke könnte heißen: Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Da ich nicht fern von meiner Quelle bin und ich ein Teil Gottes bin, sind seine Gedanken auch in mir. Nun füge du einen relevanten Gedanken deinerseits hinzu. Der zweite Satz könnte heißen: Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ich teile meine Gedanken mit ihm, so wie er seine Gedanken mit mir teilt. Und nun füge du einen Satz hinzu. Satz Nummer 3. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ein Satz könnte wie folgt lauten: Die Gedanken, die ich mit dem Geist Gottes denke, verlassen meinen Geist nicht, weil Gedanken ihre Quelle nicht verlassen.
Nun füge du einen Satz hinzu. Okay, Nummer 4. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ich sowie meine Gedanken sind im Geist Gottes. Nun bist du dran. Und Nummer 5. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ich bin ein Teil seines Geistes. Denke dir nun einen letzten Satz aus. Nun wiederhole all diese Gedanken noch einmal für dich. Und sage dir ganz sanft, meine wirklichen Gedanken sind in meinem Geist. Ich möchte sie gerne finden. Jetzt gehen wir an allen unwirklichen Gedanken vorbei. Vorbei an sinnlosen Gedanken. Verrückten Ideen. Während du nun Abstand von deiner unwürdigen Gedanken nimmst, erfährst du immer mehr das Einssein. Das Ewige. Deine wahren Gedanken. Du hast das Himmelreich erreicht. Danke. Und Gott, danke. Danke. Die Gedanken, die du mit mir denkst. Deine
Ja, meine Gedanken sind so heilig. Ich begreife, dass ich nichts anderes möchte, als Gedanken zu denken, die ich mit dir denke. Amen.